sie allen Lust machen, ins Kino zu gehen, dass sie ein bisschen die Lust nehmen wollen, sich so allein als Couch-Potato vor die Streamer zurückzuziehen. Sondern es geht um Gemeinschaftserlebnis. Bodenschätze, die dringend nötig sind, sonst bricht alles zusammen und die knapp sind. Perfekt, NDR 2 vom Sender Hamburg Morfley. Bremen 1 vom Sender Bremerhaven Schiffdorf sein. Ich check das mal gerade direkt. Ja, tatsächlich. Das ist ja genial. Ich befinde mich in einer Mercedes A-Klasse mit Scheibenantenne und dieses Radio hier scheint eine Menge rauszuholen. Das ist ein Pionier und das hat eine Wahnsinns-Trennschärfe. Es müsste RTV Ost sein aus Holland. Ja, das ist NDR 1 Schleswig-Holstein vom Sender Hamburg. Thank you.
ein kleiner Ausreißer. Das ist NDR Kultur vom Sender Aurich. Der tatsächlich letztes Jahr erst den zweiten wichtigsten Preis, großen Preis der Jury bekommen hat. Sein Film New Order läuft jetzt gerade im Kino, der das gewonnen hat. Und sein neuer Film ist so eine Geschichte. Das ist NDR 1 Welle Nord vom Sender Heide, glaube ich. Das neben dem Ortssender Bildstein. Perfekt, das ist toll. Rente. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so. Das weiß ich jetzt nicht, was das für ein Sender ist. In deze strengheid kan ik in een latere stadium van mijn carrière daar een probleem mee krijgen. Nou ja, er zijn heel veel Kamerleden die de stap willen maken die jij maakt. Ik ga onderbreken en daar heb ik een goede aanleiding voor. We gaan namelijk live schakelen met de rode hoed. Zoals gezegd, minister Kaag gaf daar de HJ schoollezing. Eigenlijk de officieuze opening van het politieke jaar. Verzorgd dus door Elsvier Weekblad. Daar is collega... Das ist NDR 2 vom Sender Buchsberg, genau. Licht ein- und Ausblicke. Es ist transparent. Yes.
Zeit. Und wenn Sie am wissen wie andere. Noch ganz schön viel zu tun, habe auch noch ein Konzert gespielt und. Radio Osnabrück. Jahrhundert gerne durch konzertierende Vokal- oder auch Instrumentalkompositionen ersetzt. In seiner Marienfetfa von 1610 liefert Monteverdi die entsprechenden Stücke gleich mit. Der Post. Und manchmal haue ich raus und es bleibt. Und am allermeisten ist es aber so, dass ich wirklich nicht. Das ist NDR Kultur vom Sender Stein Kim. Gutes Wetter, Urlaubswetter, ja. Das ist der Sender Smilde. Enrico war mit dem E-Auto unterwegs, zusammen mit seiner Familie in den Urlaub. Also, es gehört natürlich ein bisschen Planung dazu. Fesseln, entfesseln. Ein Entfesselungsjahrzehnt für alle. Hast du gehört? Und das schaffen die fantastischen 8, 9 mit nur einem entschlossenen Griff. Wir halten fest an der Schuldenbremse. Das ist etwas anderes als Überschriften formulieren. Wir wollen wieder ausgeglichene Haushalte. Völlig neu, revolutionär, ausgeglichene Haushalte, aber trotzdem auch extrem investieren. In den neuen digitalen Turbozünder. Vorsicht, die fantastischen 8, 9 schießen mit Worthülsen auf uns. Die fantastischen 8, 9. Ein Zukunftsteam kümmert sich 16 Jahre nach der Zukunft endlich um die Zukunft. Wir haben alle Lust. Radio 21 vom Sender aus Hamburg sein. Das ist nur eine ganz kleine Funzel. Aber selbst die schafft es jetzt hier rüber. Das ist HR2 vom Hohen Meißner. Der kommt jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Aus dem Südosten. Müsste die Ems-Fechterwelle sein. Mayweather with the jab like dun dun dun.
1 Niedersachsen vom Sender Aurich. Ja, ich hoffe doch, wenn ich da in die Musik reinlaber, dass mir YouTube dann den Ton nicht sperrt oder das Video sperrt. Also das ist ganz gut, wenn ich euch dann immer den Sender sage. Enjoy vom Sender Osnabrück, Bramsche. Und das ist Enjoy vom Sender Lingen, Schepsdorf. Sind definitiv über Reichweitenlängen. Geht hier, also die starken Sender von Lingen, zum Beispiel 92.8 NDR 1 oder 97.8 NDR 2, die gehen hier immer oder öfters, sehr oft. Aber diese kleine Funzel hier, die geht wirklich nur bei über Reichweiten. Das ist Bremen Next. Das ist wirklich ein Programm, die bringen nur Musik, die bringen keine Nachrichten, die bringen nur Musik. Das ist einzigartig, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, die bringen wirklich nur Musik. Kaum Moderation, keine Nachrichten. Das ist Enjoy vom Sender Fizzel Hövede. Nee, maar dat wou ik zeggen, dat is inderdaad een belangrijk punt. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar wat ook belangrijk is, is dat een minder... Moois, die zeigt dat alles jetzt unter dem Titel Museum in... ...aan het begin hadden. Zoals bij alle concepten van de Ozenbodydeel die zongen. Eigenlijk niet eens verwacht de melodie die je dan hoort. Maar die teruggaat op een andante uit een fluitconcert van...
Das könnte Radio 21 vom Sender Mille sein. Jetzt wird's richtig abgefahren. Wir können ja ab Oktober bekommen wir Radio 21 ja sowieso in ganz Nordrhein-Westfalen über DAB Plus. Sind drei Rocksender im Rennen: Rockantenne, Radio 21 und Radio Bob. Das ist WDR 5 vom Sender Kleve. Haben seit 11 Jahren an einem Black-Metal-Album geschraubt, alles immer nebenbei, aber jetzt in den letzten 2 Jahren durch Lockdown, Langeweile und Co. haben sie es endlich fertig gemacht. Es soll Mitte nächsten Jahres rauskommen. Mit dabei wird auch zum Beispiel Adam Radio Darsky, Bob vom unter anderem Sender von Behemoth sein. Die Band Ibaraki behandelt Themen wie japanische Folklore, alles dreht sich um Japan, das Artwork und Matt singt sogar auf Japanisch. Sehr cool. Es ist mal mehr, mal weniger bewölkt und dabei trocken. So geht es auch durch die Nacht bei 14 bis 8 Grad. Morgen ist es erst noch wolkig und trocken, später wird es dann aber deutlich freundlicher bei maximal 22 Grad. Ganz ähnlich sieht es dann auch am Mittwoch aus. Vorsicht in beiden Richtungen auf der B76 Kiel-Preetz. Zwischen Reisdorf und Schwentinenthal sind Rehe auf der Fahrbahn. Die Kanalfähre Brunsbüttel-Ostermoor ist aufgrund von Wartungsarbeiten bis auf Weiteres in beiden Richtungen außer Betrieb. Parkway-Sänger und Original-Metal-Funny-Boy Winston McCall. Ich befinde mich hier circa auf alles Gute wünschen wir natürlich. Und ja, spielen ihm ein Stückchen 300 Meter über dem Meeresspiegel zwischen Warstein und Lippstadt. I'm counting to 3. I hear the alarm. I'm falling apart, afraid of love. Under 18 category. It's an incredible thing to be getting involved with, but just tell us, what are you hoping to see in the pictures? Give us some tips. I think it's Mr. FFN from Sender Fizzle Hover Design. This is Deutschlandfunk from Sender Aurich. There's apartments, life is like
been this way. Aber FFN vom Sender Stein Kim. I wasn't born a renegade. Geht hier ständig, aber je nach Antennenausrichtung bekommt man hier natürlich auch Antenne Una vom Sender Schwerte rein. Vom Musikstil her würde ich jetzt sagen, das könnte 1 Live vom Sender Bonn Venus Base sein. Kann aber auch Radio 538 aus Holland sein. Ich glaube, der kommt auch irgendwo auf dieser Frequenz dort. Sender Bungsberg sein, auch. Schleswig-Holsteins bester Musikmix. Ich mach dort gerne Urlaub in Schleswig-Holstein, es ist ein schönes Bundesland. Niedersachsen, aber ich weiß jetzt gerade den Sender nicht. Es könnte sogar sein, dass das der Sender Cuxhaven ist. Cuxhaven oder Fisselhövede. Es ist Corona nie gegeben mit DJ Snake. Alles natürlich unter strengen. Jetzt nicht, dass das die Radio Lippewelle Hamm ist. Nee.
Stil her wie Slam FM. Auch Radio 538. Das auf deutschlandfunkkultur.de oder auch auf Audiothek. Mein Name ist Mascha Drost. Ich verabschiede mich von Ihnen und übergebe ins Funkhaus am Hans. Das ist NDR 1 Welle Nord vom Sender Mölln. Tatsächlich die Radio Lippe Welle Hamm, weil das hier ist Radio Lippe, ist ja auch ein Lokalradio von den Nordrhein-Westfalen. Die haben ja alle dasselbe Musikprogramm. Hier haben wir jetzt tatsächlich Rockantenne Hamburg. Hey Rockers, ich bin an dieser Stelle mal ganz ehrlich. Die Pandemie geht jetzt schon seit über 16 Monaten und meine Maske gehört zu mir. Super. Radio 21 vom Sender Ling. Radio Delta sein vom Sender Kaltenkirchen. Noch ein Signal aus Schleswig-Holstein. Ja, genau, Digga, damals, als es kein Schwanz kannte, ergriffen wir die Chance und die Chance. Die ersten Dinge ein paar Stündchen weiter auf die Jams über Braunschweig nach München. Nochmal Radio 21. Das müsste der Sender Hamburg sein. Buxtehude oder irgendwie aus der Richtung kommt er. Ja.